Ich habe heute das Vergnügen, euch Truck zu zeigen. Vorhin wurde es schon kurz erwähnt. Jetzt gehen wir mal ins Detail. Was ist es überhaupt? Es ist ein Webinterface für NIOS und eSinger. Schinken auch mit dabei, basiert auf Live-Status. Das heißt, letztendlich können wir alles anzeigen, was irgendwie auf Live-Status basiert. Das heißt, auch NIOS 4, eSinger 2 schaut vielversprechend damit aus. Dank Live-Status ist es relativ schnell, da werde ich nachher noch Zahlen zu zeigen. Es ist eine Web-Oberfläche, aber sie kommt mit hunderten von, naja, 100 ist übertrieben, aber mit vielen Plugins für allerlei Couleur, das heißt, da sollte für jeden was dabei sein. Wir haben Dashboard, Config-Tool, ein mobiles Interface, wir haben Reporting, werde ich nachher, habe eine kleine Demo mitgebracht, werde ich nachher noch vorstellen. Was ich auch machen kann, ich kann viele verschiedene NIOS-Cores, eSinger-Cores in einer Übersicht zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. In dem Beispiel hier habe ich sogar einen NIOS mit einem eSinger, mit einem NIOS 4 und einem eSinger 2 und einem Schinken in einer Ansicht zusammengefügt. Das funktioniert ohne Probleme. Da sind nach oben auch natürlich irgendwann Grenzen gesetzt, aber wir haben hier teilweise Kunden mit über 100 NIOS-Cores in einer Ansicht. Das Ganze ist über Themes erweiterbar, das heißt, es werden schon mit 7 Themes einfach mitgeliefert. Ein paar davon dürften euch bekannt vorkommen. Und neben den mitgelieferten kann ich mir auch noch selber welche erstellen. Das Ganze ist sehr flexibel konfigurierbar, das heißt, ich habe wirklich sehr viele Möglichkeiten, das Ganze irgendwie auf meine Bedürfnisse anzupassen und einzustellen. Also das sind wirklich sehr viele Konfigurationsoptionen, aber wie gesagt, es ist an sich, die Defaults sind schon sehr gut, das heißt, man muss es auch nicht tun. Kleines Beispiel hier gleich noch. Ich kann die Konfiguration auch auf Gruppen- und User-Ebene nochmal verändern. Das heißt, ich kann auch im Haupt-Config-File schon direkt Einstellungen vornehmen, die nur für bestimmte Gruppen, für Admins, User und so weiter zum Beispiel gelten. Das kann ich hier über diese, wie in dem Beispiel gezeigt, machen. Das heißt, in dem Beispiel haben wir zum Beispiel Kommandos oder bestimmte Kommandos für alle Leute erstmal deaktiviert, bis auf Rescheduling, weil das ist problemlos, das darf jeder machen. Und für Admins haben wir dann einfach alle Kommandos wieder freigeschaltet. So als kleines Beispiel. Ja, gerade hatte ich es vorhin erwähnt, man kann über, das ist einfacher weiterbauen und ich kann mir auch selber irgendwelche Themes schreiben, das heißt, wir haben hier kurz mal versucht, einfach ein Konsole-Theme zu bauen, das ist in einem halben Tag Aufwand, ist das auf jeden Fall drin, das Ganze kann man über CSS und HTML einfach machen. Ansonsten ist es einfacher weiterbauen, das heißt, es gibt viele Hooks an vielen, vielen Stellen, kann ich mich mit eigenen Skripten irgendwie reinhängen, kann zum Beispiel bei dem Config-Tool Git-Commits machen automatisch vor und nach dem Speichern. Ich kann mir natürlich eigene Plugins schreiben. Vieles von der mitgelieferten Funktionalität ist ohnehin schon in Plugins. Das heißt, ich kann es aus- und einschalten, wie ich das haben will. Und wer mit Perl nicht ganz auf Kriegsfuß steht, kann sich auch eigene Plugins schreiben. Und eigene Themes kann ich auch eben machen. Ich habe ganz kurz mal ein paar Benchmarks gemacht, um zu zeigen, dass es wirklich tatsächlich deutlich schneller ist. Ich habe NIOS, eSinger und Truck einfach in einer OMD-Instanz mal mit Apache Bench laufen lassen und das sind die Ergebnisse. Das heißt, wir haben unten auf der Achse haben wir die Anzahl der Services. Das geht jetzt hier bis 30.000. Danach dachte ich mir, das reicht ohnehin, um den Effekt zu zeigen. Wir haben das Problem bei den klassischen GUIs, dass sie eben ständig die Status-Dat parsen. Das heißt, je mehr Hosts und Services ich habe, desto längere Antwortzeiten habe ich. Das kennt jeder, der irgendwie mal eine Umgebung mit irgendwie 30.000 Services hatte oder noch mehr und sich da versucht durchzuklicken, um meine Downtime zu setzen und jeder Klick dauert irgendwie 10 Sekunden. Da kommt keine Freude auf. Was man auch sieht, dass eSinger da ordentlich irgendwie optimiert hat, es ist deutlich schneller als die NIOS CGIs. Wenn man das so sieht, sogar fast doppelt so schnell. Genau. Die
die X-Achse ist die Anzahl, also die Response Time in Sekunden. Das heißt, wir haben hier selbst bei 30.000 Services noch Antwortzeiten von rund einer Sekunde, was durchaus okay ist. In dem Fall am Beispiel der Service-Probleme. Wenn man aber zum Beispiel Seiten anschaut, die wirklich keine Daten haben, dann haben wir halt eben auch keine Verzögerung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei Truck eine Downtime setze, mich durchklicke irgendwie über Kommandoseite und das ist ja wirklich nur ein Formular, wo ich das Kommando nochmal bestätigen muss, da werden keine Daten für benötigt, habe ich eben konstant 0 Sekunden Response Time oder zumindest sehr wenig, während die Status-CGI-basierten GUIs halt auch dort jedes Mal die Statusdaten parsen müssen und insofern dementsprechend etwas langsamer sind. Genau, genug der Folien. Ich habe ein kleines Demo mitgebracht und werde das einfach mal vorführen. Neben ganz normaler Apache Basic Authentifikation habe ich auch eine formbasierte Cookie Authentifizierung. Das Ganze schaut nicht nur schöner aus als so ein altbackenes Apache Formular, sondern das Ganze bietet mir auch die Möglichkeit, zum Beispiel eben über Hooks meine Sessions auf andere Maschinen zu replizieren und ich kann so zum Beispiel Single Sign-On über viele, viele Maschinen hinweg machen. Das Ganze ist über ein bisschen Apache Rewrite Map gelöst. Da habe ich nachher noch eine kleine Folie dazu. Eigentlich eine ganz schicke Sache. Genau, wir melden uns mal an. Und Leute, die mit der Nagios GUI arbeiten, denen dürfte das relativ bekannt vorkommen. Die dürften auch nicht viele Schwierigkeiten haben, sich da reinzufinden. Es ist versucht, möglichst so zu lassen, wie auch die Nagios GUI ist. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, die alten URLs, die ich mit Nagios habe, sind eins zu eins hier mit möglich. Das heißt, wenn ich wirklich meine alte Nagios GUI habe und einfach Nagios durch Thruck ersetze und das beide auf derselben Maschine ist, komme ich genau auf derselben Seite mit derselben Ansicht raus. Gerade für Migrationszwecke ist das super schön. Oder wenn ich dann irgendwann fertig migriert habe, kann ich mir auch einfach ein Apache-Alias setzen, lande dann immer auf der neuen GUI und die Leute müssen noch nicht mal ihre Bookmarks ändern. So, im Gegensatz zu Nagios kann man diese Suche tatsächlich verwenden. Das heißt, wenn ich hier, ich muss hier nicht irgendwie vollständige Hostname oder so angeben, sondern ich kann hier einfach mal anfangen zu tippen und er schlägt mir dann einfache Sachen vor. Vielleicht kann ich das auch ein bisschen größer machen. Das heißt, ich fange einfach an zu tippen und er schlägt mir dann einfach vor. Das heißt, ich habe hier so ein paar Testmaschinen. Ich kann hier mit Leerzeichen aber auch verschiedene Suchbegriffe miteinander verbinden. Das heißt, wenn ich einfach Leerzeichen mache und noch weiter tippe, dann müssen beide Suchbegriffe zum Beispiel vorkommen. In dem Fall eben NA und 3. Ich kann aber auch reguläre Ausdrücke verwenden. Das heißt, ich kann hier auch einfach 1 und 3 verwenden und sehe dann eben 1 und 3. Und so kann ich mir da relativ schnell irgendwie was suchen. Ich kann natürlich nicht nur Host suchen, sondern eben auch Services, also ein bisschen größer. Ich kann, in dem Fall habe ich keine mit N, aber ich kann auch Hostgruppen und Servicegruppen suchen. Und wenn ich gar nichts von den vorgeschlagenen Sachen auswähle, dann wird automatisch in Hostname, Adresse, Kommentarfeld, Kontakt und so weiter gesucht. Das heißt, ich kann damit zum Beispiel auch sehr schnell Kommentare oder Downtimes suchen, die zum Beispiel, die ich hinzugefügt habe. In dem Fall sind es aber keine. Können wir nachher nochmal ausprobieren. Genau. Bleiben wir noch kurz bei dem Menü. Ich kann das Menü hier einfach aus- und einklappen. Wenn ich irgendwie ein Notebook habe und mir der Platz nicht ausreicht, kann ich hier einfach ein bisschen aus- und einklappen. Das wird in Cookies gespeichert und ich habe das. Kann das einfach mitnehmen. Was wir hier gleich schon sehen, ist die Möglichkeit, die Filter für meine Hosts und Services direkt in der GUI selbst zu verändern. Ich muss nicht wie bei Nagios über die URL gehen und irgendwelche Bitmasken rausrechnen, sondern ich kann das halt tatsächlich einfach hier ändern. Das heißt, ich kann
auswählen, ob ich welche Hosts ich sehen will. Habe hier verschiedene andere Filtermöglichkeiten. Die habe ich bei Nagios alle auch, fast alle, aber ich muss es irgendwie kompliziert über die URL mir zusammensuchen. Hier kann ich mir das einfach zusammenklicken. Und dank Live-Status haben wir auch noch ein paar zusätzliche Filtermöglichkeiten davon. Zum Beispiel, ich kann mir Sachen rausfiltern, die aktuell in ihrer Notification Period sind. Das heißt, wenn ich mir einen Filter baue, um zum Beispiel nur die Probleme zu sehen, dann nehme ich meistens diesen Filter und lasse mir nur die anzeigen, die in der Notification Period sind. Das heißt, wenigstens ab 18 Uhr ist das etwas weniger. Genau. Ich kann hier im Prinzip beliebig Filter setzen. Das heißt, ich kann hier unten mit AND noch andere Filter dazusetzen. Das heißt, ich kann nach Latency zum Beispiel filtern, wenn ich wissen will. Ich habe irgendwie eine Latency von 40 Sekunden und ich will wissen, welche Services das denn sind, kann ich das hier einfach machen. Ich filter einfach und sage, welche Services haben denn eine Latency von 30 Sekunden? In dem Fall keiner, das ist gut. Aber ich habe auch noch andere Möglichkeiten zu filtern. Ich kann mir zum Beispiel Hosts nach der Anzahl der Services filtern lassen oder nach Kontakten, nach Current Attempt. Ich kann auch Custom-Variablen verwenden zum Filtern oder halt eben Standard-Sachen wie Hostnamen, Hostgruppen und so weiter. Nehmen wir den Filter mal raus. Und ich kann noch beliebige viele Filter mit oder verknüpfen. Das heißt, ich kann hier auch einfach daneben noch weitere Filter setzen und hier wieder irgendwelche Sachen mir zusammenklicken. Ich kann mir da wirklich beliebig verschachtelte Filter zusammensetzen. Wenn ich damit fertig bin, kann ich das auch wieder einklappen, damit das Ganze wieder ein bisschen übersichtlicher ausschaut. So, machen wir alle Filter mal weg. Dann sehen wir auch was. Wieder die Standardübersicht, die vielen Leuten schon bekannt vorkommen dürfte. Hier auch mit ein paar kleinen Detailverbesserungen. Zum einen sehen wir hier für Plugins, die Performance-Daten liefern, haben wir hier gleich schon eine kleine Anzeige da. Bei manchen Plugins macht es weniger Sinn. Bei Festplatten zum Beispiel ist es zumindest ein super Überblick, welche denn demnächst volllaufen könnten und zwar aber noch okay sind, aber mir eventuell meinen Bereitschaftsabend versauen können. Ja. Ja, das kann man sehr detailliert auswählen, nicht über die GUI, aber man kann es konfigurieren. Also das heißt, im Normalfall versucht dieser Performance-Graph den Wert anzuzeigen, der auch hier vorne im Text erscheint. Also das heißt, wenn hier 96% steht und 96% auch in den Performance-Daten vorkommen, dann wird dieser Wert angezeigt. Aber ich kann das mit eigenen Funktionen, kann ich mir das auch pro Check-Plugin quasi nochmal verändern. Also ich kann das, wenn ich will, kann ich das sehr detailliert einstellen. Ja. So, wenn hier zum Beispiel ein Kommentar gesetzt wurde, dann kann ich hier auch direkt draufklicken und kann mir das Kommentar direkt auf der Seite schon anschauen. Ich muss nicht in den Service reinklicken, um erstmal zu sehen, was wurde denn hier für ein Kommentar hinterlegt. Was ich auch noch machen kann, ich kann hier zum Beispiel mit Shift einfach 10 Services auf einmal auswählen und zum Beispiel eine Downtime setzen. Setzen wir eine Test-Downtime. Ich schicke das ab und es kommt im Gegensatz zu Nagios auch direkt der Feedback mit den Downtimes bei Nagios selber oder bei diesen Status-Stat-basierten GUIs muss ich ja immer warten, weil diese Status-Stat nur in einem regelmäßigen Intervall rausgeschrieben wird. Das heißt, ich muss normalerweise warten, bis das Ganze rausgeschrieben wird, bis es die GUI dann sieht. Dank Live-Status habe ich hier den Vorteil, dass ich eigentlich das Kommando direkt abchecke und ich kriege auch direkt die Antwort, dass es eben schon eingetragen wurde. Und wie bei den Kommentaren auch, kann ich mir bei den Downtimes eben auch direkt anzeigen lassen, wer das Ganze war und was er für einen Kommentar hinterlegt hat. Üblicherweise ist es so, dass auch die Datumsfelder verkürzt dargestellt sind. Das heißt, ist das Datum heute, lassen wir das Datum weg. Ansonsten schreiben wir das Datum mit dazu, um einfach auch die GUI ein bisschen übersichtlicher zu machen. Das heißt, auch bei dem Last Check sehe ich hier immer nur die Uhrzeit, wenn der Check heute war. Das heißt, ich sehe aber auch sehr schnell, wenn zum Beispiel der letzte Check gestern oder eben noch älter war. So, nachdem wir jetzt eine Downtime gesetzt haben, können wir auch mal nach dem User suchen und ich sehe jetzt alle Downtimes, die
zum Beispiel meinen Kontakt eben haben und ich kann dir, angenommen, ich habe 30.000 Services mit 20 Mitarbeitern und jeder setzt regelmäßig irgendwelche Downtimes, kann ich so auch sehr schnell zum Beispiel meine Downtimes wieder raussuchen und dann natürlich auch löschen. Also das heißt, genauso wie ich Downtimes setzen kann, kann ich hier natürlich auch einfach Downtimes wieder rauslöschen und dann verschwinden sie natürlich auch aus dem Filter. Ja. Über Live-Status auch. Also man kann über Live-Status auch Kommandos setzen. Das heißt, genau, an Live-Status geht auch nicht nur über dieselbe Maschine, sondern das heißt, Nagios kann sogar eben auch auf einer entfernten Maschine sein, muss nicht auf derselben Maschine wie meine GUI sein und über Live-Status zum Beispiel über Xinit-D oder über einen SSH-Tunnel kann ich mir das Ganze auch eben von einer anderen Maschine herholen oder eben auch von vielen Maschinen zusammen darstellen lassen. Genau, das hatte ich eingangs schon erwähnt. Wenn wir mehr als einen Nagios Core zusammenfassen, haben wir hier oben so ein Menü. In dem Fall haben wir jetzt fünf verschiedene Cores in einer Ansicht zusammengespielt und ich kann hier zum Beispiel auch mal die anderen noch mit dazu schalten. Dann lädt das Ganze neu. Ich habe ja immer noch nicht mehr Downtimes gesetzt. Aber wie man sieht, kriegt man jetzt eine kombinierte Ansicht von allen fünf Nagios-Systemen. Und ich habe sogar mal ein Nagios 4 mit irgendwie 100.000 Services dazugenommen, einfach mal um zu zeigen, dass es halt auch an sich relativ schnell ist. Also die Antwortzeit ist immer noch unter einer Sekunde. Das steht und fällt natürlich damit, wie viele Daten übertragen werden, wie weit die Daten wechseln. Das heißt, habe ich jetzt irgendwie meinen Truck in Deutschland und meine Nagios-Instanz mit 100.000 Services ist in China, dann habe ich das gleiche Problem auch. Irgendwie müssen die Daten ja erstmal herkommen. Also das heißt, je größer das wird, sollte man schon schauen, dass die GUI irgendwie relativ nah oder zentral eben an meiner GUI auch ist. Ja. Ja, genau. Also über alle, die ausgewählt sind. Also das heißt, im Moment haben wir jetzt wieder nur zwei ausgewählt. Die Suche geht auf alles, was ich ausgewählt habe. Das heißt, wenn ich alle fünf auswähle, geht die Suche auf alle fünf, sonst über weniger. Genau. Auch hier in allen Ansichten wird die kombinierte Ansicht dargestellt. Also das heißt, wir haben hier zum Beispiel, also ich habe hier auf dem Async-Backend zum Beispiel ein paar Hosts angelegt, die eben Async heißen. Wir haben weiter unten dann Hosts, die Nagios heißen. Das heißt, das wird mir hier einfach kombiniert dargestellt. Das geht sogar so, dass es sich auch überlappen kann. Also das heißt, wenn ich zwei Cores habe, die zwar denselben Host haben, aber unterschiedliche Services, dann wird das halt hier einfach zusammengefasst dargestellt. Was man hier noch sehen kann, hoffe ich, das Ganze kann in Frames laufen, es muss aber nicht in Frames laufen. Wenn man Frames verwendet, hat man trotzdem ständig eine wirklich eine voll qualifizierte URL und das heißt, ich kann auch einfach F5 drücken und ich lande wieder bei derselben Seite. Das ist ja auch so ein kleines Problem bei Nagios, dass man, wenn man auf F5 drückt und den Browser neu lädt, landet man wieder auf der Startseite. Das Problem haben wir hier nicht und ich kann natürlich auch einfach die URL nehmen und einfach einem Kollegen schicken und ihm zu sagen, hier, guck mal da, da sind viele Probleme. Was wir hier auch noch sehen auf der Seite, ich kann mir, wenn ich mir irgendwann komplizierte Filter zusammengesetzt habe, kann ich mir auch Bookmarks dafür speichern. Das heißt, ich gehe auf dieses Bookmark-Symbol, sage mir, ich will mir einen Test-Bookmark anlegen und sehe hier drüben einen neuen Menüpunkt mit meinen Bookmarks. Das heißt, wenn ich dann irgendwie ein bisschen rumgeklickt habe, dann kann ich halt wieder auf meine gespeicherten Suchen zugreifen. Das ist nicht nur auf Statusseiten beschränkt. Ich kann mir letztendlich kann ich mir da beliebige Bookmarks natürlich setzen und ich kann sie so auch wieder löschen. Die anderen beiden Icons sind hier nochmal, um die URL mir schön per Copy-Paste rauszulassen, um wenn ich die einem Kollegen zum Beispiel per Mail schicken will. Ich habe hier einen JSON-Export, das ist für die Bastler vielleicht interessant. Das heißt, ich kriege die Daten, die ich dort sehe, kann ich mir auch per JSON exportieren lassen, wenn ich zum Beispiel ein Ticket-Tool habe oder es gibt zum Beispiel Leute, die irgendwie in ihrer CMDB zum Beispiel noch den aktuellen Nagios-Status anzeigen lassen. Das geht hier über diese JSON-Export-Schnittstelle. Interessant vielleicht auch noch der Excel-Export. Das heißt, ich kann, wenn ich mir auch
Filter zusammengesetzt habe, kann ich mir das dann Ganze auch per Excel exportieren lassen. Wenn ich zum Beispiel, ich habe irgendein Problem mit 20 Oracle-Maschinen und suche nach dem Problem, habe dann irgendwann alle meine Probleme gefunden. Wir können ja mal auf 2 reduzieren. Und ich will diese Liste dann einfach an ein anderes Betriebsteam schicken. Kann ich mir schnell den Excel-Export rauslassen. Und in dem Fall habe ich halt dann hier diese 2 Einträge in einem schönen Excel-File mit Autofiltern und allem und kann entweder kopiere ich mir dann hier einfach die Hosts raus oder schicke ihm gleich die Excel-Liste, dann kann er auch gleich einen Kommentar eintragen. Wichtig ist, ich bekomme halt immer nur das exportiert, was ich aktuell auch sehe. Das heißt, in dem Fall halt diese 2, wenn ich wirklich alles exportieren will, muss ich halt meine Filter wieder entfernen und kann dann auch einfach alles exportieren. So. Ab und zu sind ja so kleine Buttons, dann kann ich mir das auch einklappen, wenn ich irgendwie das Ganze ein bisschen übersichtlicher haben will, kann ich das machen. Schauen wir mal hier rein. Schaut auch im Prinzip im ersten Moment erstmal aus wie das Original auch und kleine Detailverbesserungen wurden vorgenommen. Ich habe zum Beispiel hier oben einen Link, der auf die Logfiles für diesen einen Service zeigt. Das heißt, ich kann später zeige ich die Eventlog-Seite auch nochmal, aber ich habe hier auch direkt einen Link, der auf die Eventlog-Seite geht und ich sehe dann auch tatsächlich nur die Events für diesen einen Service. Ich habe hier drüben so einen One-Click-Reschedule-Button, das heißt, wenn ich normalerweise muss ich irgendwie hier draufklicken, wähle dann irgendwie meine Uhrzeit aus, sage, ja, bitte ausführen. Im Normalfall müsste ich dann sogar noch irgendwie eine halbe Minute F5 drücken, bis dann das Ergebnis da ist. Ich habe hier einen Reschedule Now Button, der das alles zusammenfasst. Das heißt, er macht einen Forced Reschedule jetzt und er wartet, bis das Ergebnis da ist. Also das heißt, ich muss tatsächlich noch nicht mal mehr die Seite neu laden. Ich klicke einfach drauf, warte. Hier sehe ich, hat sich die Uhrzeit aktualisiert. Und er wartet bis zu 10 Sekunden, beziehungsweise ist es einstellbar, er wartet bis zu 10 Sekunden, ob das Ergebnis zurückkommt. Wenn der Check natürlich länger als 10 Sekunden braucht, will der User schon irgendwann eine Seite wiedersehen und dann würde hier so einen kleinen Indikator sehen, dass dieser Check aktuell läuft. Das heißt, ich habe zumindest das Feedback bekommen, dass mein Reschedule angekommen ist, nur der Check braucht halt noch. Wenn man hier runter scrollt, sieht man auch gleich noch, sofern konfiguriert, PMP-Performance-Daten. Und ich kann mir hier auch noch ein bisschen durchklicken gleich und wenn ich dann mehr sehen will, kann ich dann draufklicken und lande bei PMP von Nagios. Das Ganze funktioniert am besten mit PMP von Nagios, ist aber eben auch mit anderen Graphern möglich. Es gibt Leute, die haben Graphit integriert, es gibt Leute, die haben da ganz andere wilde Sachen integriert. PMP von Nagios funktioniert aber am besten. Was ich hier noch sehe, wenn ich natürlich viele, viele verschiedene Nagios-Cores zusammen kombiniert habe, dann wird mir hier noch angezeigt, von welchem System denn dieser Check im Detail kommt, damit ich gleich weiß, wo es her ist. So, die anderen Ansichten sind mehr oder weniger genauso wie bei Nagios auch. Eins ist noch neu, ich habe eine kombinierte Host- und Service-Problemansicht. Das heißt, ich habe hier oben alle Host-Probleme, unten habe ich alle Service-Probleme. Üblicherweise habe ich, wenn ein Host ausfällt, sind ja auch irgendwie 20, 30 Services drauf kaputt und irgendwie fehlt mir dann die Übersicht. Hier habe ich oben nur alle Host-Probleme und zwar nur alle, die wirklich down sind. Die unreachable interessieren mich ja schon wieder nicht, das sind ja nur Folgeprobleme. Beziehungsweise ich kann den Filter natürlich beliebig anpassen. Aber oben werden eben nur Hosts angezeigt, die down sind und auch welche, die nicht in einer Downtime sind oder acknowledged sind. Unten habe ich das Ganze genau andersrum. Ich lasse mir nur Probleme anzeigen von Hosts, die entweder up oder pending sind. Hosts, die wieder nicht in einer Downtime oder acknowledged sind. Und dafür lasse ich mir bei den Service-Problemen dann eben die okay und pending rausfiltern und filter mir dann sogar noch eben die Service-Downtimes und Service-Acknowledgements raus. Und sehe hier eigentlich auf einen Blick, was wirklich tatsächlich im Moment ein Problem ist. Wenn ich will, wie ich vorher schon erwähnt habe,
kann ich mir hier zum Beispiel noch einen Filter setzen und sagen, ah, ich will aber wirklich nur die, falscher Filter. Ich kann mir hier zum Beispiel noch nur die anzeigen lassen, die auch tatsächlich im Moment alarmieren würden. Kann ich das bestätigen? Ändert sich nicht viel. Aber ich kann mir zumindest so rausfiltern, wenn ich am Wochenende zum Beispiel Bereitschaftseinsätze habe und kurz drauf schaue, dass mich dann alle Hosts und Services, die quasi jetzt aktuell nicht in ihrer Notification Period, dann meine Ansicht nicht beeinträchtigen und ich wirklich auch nur die Probleme sehe, die ich am Wochenende lösen muss. Genau. Kleine Spielerei gibt es hier auch noch. Ich habe hier oben noch ein kleines User-Settings-Menü und es gibt hier so einen FAF-Icon-Counter, den kann ich mal aktivieren. Und dann zeigt er mir hier oben bei Firefox an, wie viele Probleme auf dieser Seite sind. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mehrere Tabs offen habe, dann sehe ich trotzdem immer durch den Auto-Refresh, ob sich im Hintergrund irgendwie was getan hat. Firefox hat sogar die Möglichkeit, das Ganze irgendwie in so einen Pin-Tab zu machen. Dann heißt, ich habe hier irgendwie immer so ein kleines Tab auf der Seite, welches mir anzeigt, welche Probleme ich habe. Genau. Falls ich nicht will, dass sich die Seite alle 90 Sekunden refresht, kann ich das natürlich hier stoppen oder dann auch wieder gezielt starten. Als Plugin kommt noch so eine genannte Mindmap mit dazu. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn man viele Hosts hat mit sehr ähnlichen Services. Also zum Beispiel wie in dem Beispiel hier, wir haben x Maschinen, die alle einen HTTP, einen Ping, einen SSH, Swap, Check und so weiter haben, dann kann ich das hier sehr übersichtlich darstellen. Wenn jeder Host 10 andere Services hat, dann bringt mir die Ansicht nicht mehr wirklich viel. Aber ich kann auch das natürlich über Filter zum Beispiel auf bestimmte Hostgruppen einschränken und sagen, ich will hier nur eine Gruppe, bei der es auch sinnvoll ist, anzeigen. Was ich hier auch noch sehe, ich kann auch hier gleich direkt zwischen den verschiedenen Ansichten hin und her springen. Das heißt, ich kann hier auswählen, will ich diesen Filter jetzt als Mindmap sehen oder will ich ihn als Service Detail sehen? Das heißt, ich wähle hier das aus und kriege dieselbe Ansicht dann einfach als Service Detail, wenn ich zum Beispiel mehr sehen will. Oder ich habe mir hier einen Filter zusammengebaut und kann halt dann wieder zurück auf die Mindmap gehen. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Es kommt noch was. Vorhin hatte ich es erwähnt, die Eventlog kann ich auch filtern. Das heißt, ich kann hier oben einfach sagen, na, nehmen wir mal irgendwas NPCD-Mod. Kann hier einfach sehr einfach in meinem Eventlog auch filtern. Kann hier natürlich auch reguläre Ausdrücke verwenden. Kann auch wieder Sachen ausklammern, wenn ich das wissen will. Und kann mir so sehr schnell auch in dem Eventlog Sachen raussuchen. Im Gegensatz zu Nagios, wo man bestimmte Berechtigungen braucht, um das Eventlog überhaupt sehen zu dürfen, sehe ich hier, wenn ich als nicht privilegierter User mich auf die Eventlog-Seite schalte, dann immerhin aber noch die Log-Einträge für Hosts und Services, für die ich eben berechtigt bin. Das heißt, ich kann das auch als normaler User noch nutzen. So. Als weiteres Plugin haben wir ein SLR-Reporting mit drin. Das heißt, ich kann mir hier relativ schnell mit wenig Aufwand irgendwelche Reports zusammenklicken. Ich kann hier oben noch einen Namen vergeben. Ich kann eine Beschreibung vergeben. Das wird dann nachher einfach in den Mailtext mit reingepackt. Ich kann das Ganze veröffentlichen. Dann kann den Report nur ich ändern, aber es können ihn alle Leute sehen. Ich kann hier, wenn ich mehrere Backends konfiguriert habe, kann ich auswählen, auf welche Backends dieser Report sich verbinden soll, kann hier auswählen, wer denn benachrichtigt werden soll oder wer diesen Report per Mail bekommen soll, wähle zum Beispiel aus, ich will das jeden Montag morgens um 8 Uhr will ich das zugeschickt bekommen. Wähle in dem Fall als Beispiel mal einen Host-SLR aus, kann mir hier dann noch verschiedene Sachen zusammenwählen. Das Ganze ist lokalisiert, also an sich ist Truck nicht lokalisiert. Eine Ausnahme davon sind die Reports, weil die eben nicht nur Techniker betreffen, sondern alle möglichen Menschen erreichen sollen. Bei Technikern würde ich erwarten, dass sie zumindest mit dem Basisenglisch zurechtkommen. Wähle dann hier einen oder mehrere Hosts aus. Ich kann ja auch über Komma einfach noch mehrere Hosts auswählen. Gebe einen Zeitraum an, die letzten 12 Monate.
sage, auf was für Zeitstempel ich das runterbrechen will. Kann hier auch noch eine Time Period eben auswählen, weil ich zum Beispiel sagen will, na, ich will den Report aber nur auf 5x10 irgendwie machen, weil der Rest interessiert mich nicht. Wähle dann noch aus, dass 98% mein Soll-SLA ist. Könnte sogar noch auswählen, dass zum Beispiel Downtimes auch noch als verfügbar, eben nicht verfügbar gelten sollen. Speichere ich das Ganze und kann mir das hier anzeigen. Ich kann mir das einmal eben als HTML-Vorschau anzeigen oder ich kann mir das dann eben als PDF runterladen. Wenn ich mir das hier anschaue, das PDF schaut dann nachher genauso aus und ich kann das über CSS auch noch anpassen. In dem Beispiel haben wir auch gleich noch PMP-Graphen mit dazu. Das heißt, wenn ich irgendwelche Trends über das letzte Jahr hätte, könnte ich die auch sehen. In dem Fall ein Ping auf Localhost scheint sehr konstant über das ganze Jahr zu sein. Im April haben wir den SLA aber trotzdem gerissen mit 89,7% und sehen dann auf der nächsten Seite dann auch die einzelnen Ausfälle noch. Beziehungsweise auf dieser Seite die letzten Ausfälle mit 3 Tagen und 2 Stunden war wohl nur ein Ausfall. Und auf der letzten Seite dann die schlimmsten Ausfälle sortiert nach Ausfalldauer. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie hunderte Ausfälle habe, dann habe ich hier zumindest eine Übersicht, welche davon am schlimmsten waren. Ich habe vielerlei Möglichkeiten, hier Reports zu erstellen. Das heißt, ich habe neben Hosts auch die Möglichkeit, das Ganze auf Hostgruppen oder auf Services zu machen. Ich kann mir aber letztendlich ist in Truck jede Seite ein Report. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, ja, ich will keinen SLA-Report, sondern ich will mir jeden Montag die Tactical Overview-Seite zuschicken lassen, dann kann ich das auch machen über dieses User-Menü hier oben. Kann ich sagen, ich will von dieser Seite einen E-Mail-Report haben. Lande ich wieder auf derselben Reporting-Seite, wähle aus, auf welche Backends das gehen soll, wer die E-Mail bekommen soll und habe hier ausgewählt Report vom URL und kann dann hier eine URL angeben. Das funktioniert natürlich nur mit Truck-internen Seiten. Ich kann mir jetzt nicht montags morgens irgendwie den Heise-Ticker per Mail schicken. Das muss ich schon noch selber machen. Kann auswählen, als welches Theme das verschickt werden soll und ob Navigation oder ähnliches mit enthalten sein soll und kann mir so eben für wirklich jede beliebige Seite einen Report schicken lassen. Das geht auch mit Excel, also mit dem Excel-Export geht das zum Beispiel auch. Das heißt, ich könnte mir auch regelmäßig Excel-Listen per Mail schicken lassen. Ja. In den RDs sind Performance-Daten drin. Die SLAs werden aufgrund der Logfiles berechnet, wie es Nagios auch macht. Also das heißt, in den Logfiles steht der haargenau drin. Zu diesem Zeitstempel ist der Service ausgefallen. Hier ist er wieder recovered und aufgrund der Zeitstempel kann man die Verfügbarkeit berechnen. Das können natürlich irgendwann sehr viele Daten sein. Dann macht es Sinn, zum Beispiel auf eine Datenbank zu gehen. Das heißt, die Möglichkeit, also es gibt hier die Möglichkeit, die Logfiles transparent in der MySQL-Datenbank zwischenzucachen, um Reports zum Beispiel zu beschleunigen. Man kann sich das ja gut vorstellen, wenn ich hier zum Beispiel 5 Instanzen zusammenfüge, die über die ganze Welt verteilt sind und ich für den Report jedes Mal das komplette Logfile-Archiv für ein Jahr übertragen müsste, dann wäre das sehr langsam. Insofern würde da zum Beispiel dieser Logfile-Cache Sinn machen, der dann eben die Logfiles lokal vorhält und immer nur das Delta mit den entfernten Instanzen synchronisiert. So kann ich das Ganze dann beschleunigen. So, so viel zum Thema Reporting. Es ist noch ein Dashboard mit dabei. Man fängt im Normalfall erstmal mit einer weißen Seite an, kann sich dann hier einfach beliebige Panels zusammenklicken und sagen, ja, ich will, habe hier auch wieder die Auswahl von meinen Sites, kann hier Panels zusammenklicken, sage, ich will, ja, meine Host-Totals will ich noch sehen, ich will das Ganze auch noch als Tortendiagramm sehen. Ich will, ja, ein Mindmap hat mir vorher auch gut gefallen, will ich hier auch drin haben. Kann mir dann noch das Logfile drunter setzen. Und ich habe bei jedem von diesen Panels habe ich Einstellmöglichkeiten. Das heißt, ich kann zum einen angeben, wie oft soll sich dieses eine Panel erneuern, sofern ich nicht den globalen Default verwenden will. Ich kann hier bei den Logfiles zum Beispiel sagen, ich will nicht nur die letzte Viertelstunde sehen, sondern ich will die letzte Stunde sehen. Dann kommt auch was an. Ich kann bei den
Panels, die Statusdaten anzeigen, kann ich wieder ganz normal Filter setzen, wie auf den anderen Seiten auch. Das heißt, ich kann hier suchen, Sachen ausexkludieren und so weiter. Ich kann mir hier auch mehrere Tabs zusammenstellen. Das heißt, ich kann dann mir hier eine Ansicht darstellen, hier die nächste, kann die einfach umbenennen, ne, Test-Dashboard, um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu machen. Kann das Ganze dann auch über die Einstellungen rotieren lassen. Das heißt, wenn ich das Ganze irgendwie an die Wand werfe und mir verschiedene Ansichten konfiguriert habe, dann können die Tabs automatisch durchrotieren. Was ich. Kleines Beispiel noch, ich kann hier zum Beispiel auch PMP-Graphen mit reinziehen. Das heißt, nehmen wir irgendwas, was schön ausschaut. Haben wir hier einen PMP-Graph und ich kann den auch größer ziehen. Das heißt, wenn ich irgendwie ein bisschen genauer hinschauen will, dann ziehe ich mir das einfach größer. Sage, ich will nicht nur die letzte Stunde sehen, sondern ich will zum Beispiel irgendwie den letzten Tag sehen. Dann zeigt er mir den PMP-Graph für den letzten Tag an. Und der aktualisiert sich natürlich auch im 60-Sekunden-Takt automatisch. Eine Möglichkeit, sich einfach, ja, ein Dashboard. Mit vielerlei Sachen, die schon mit dabei sind. Wenn ich damit nicht glücklich werde, habe ich über dieses Generic URL Panel auch die Möglichkeit, quasi beliebige HTTP-Seiten hier mit einzufügen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Ticketsystem habe oder irgendwie einen Firmenstatus habe und da eh schon eine HTML-Seite habe, kann ich mir hier die auch einfach über ein generisches Panel auch einfach mit reinholen und das wird dann auch ganz normal mit aktualisiert. Könnte das, wenn ich will, das über CSS-Selektoren sogar noch auf bestimmte Tabellen zum Beispiel oder Teilbereiche einschränken. So, ganz kurz noch. Wenn ich das irgendwann fertig habe, kann ich das Ganze auch noch importieren und exportieren. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, hier das Ganze serialisiert zum Beispiel an den Kollegen zu schicken und zu sagen, hier habe ich dir was gebastelt, schau dir das mal an. Oder ich kann natürlich das dann auch als Default-View für neue User zum Beispiel in einem Config-File konfigurieren. Also das heißt, man muss nicht mit einer leeren Seite anfangen, man kann das Ganze auch schon für Kollegen vorbereiten. So. Du meinst das Layout dann selbst? Genau, also die Frage war, wo das Layout für das Dashboard gespeichert wird. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann das Ganze in Cookies speichern, wie ich es zum Beispiel auf der Demo-Instanz mache, damit halt, wenn alle Leute mit demselben User arbeiten, sich nicht ständig irgendwie ihr Dashboard verändern. Aber es wird normalerweise serverseitig gespeichert. Also das heißt, wenn du hier irgendwie was änderst, verschiebst, wird einen Request an den Server geschickt, der das Ganze dann speichert. Wenn du einen Browser auf einer anderen Maschine aufmachst, hast du genau dieselbe Ansicht. Mit demselben User, genau. Also das ist natürlich personalisiert. So, dann zeige ich noch kurz das Config-Tool. Ich habe die Möglichkeit, mit Truck auch Nagios-Konfigurationsdateien zu erstellen und zu ändern. Das Ganze ist relativ einfach. Das heißt, ich kann hier einfach meine Objekte konfigurieren, kann hier neue Attribute dazu nehmen. Ich habe eine Git-History, das heißt, ich habe vorhin ja erzählt, ich kann mir über Hooks zum Beispiel automatisch Git-Commits vor und nach dem Ändern generieren lassen und habe hier den auch gleich einen Browser, um mir zum Beispiel eine History anzeigen zu lassen. Hier sehe ich, habe ich zum Beispiel den Host-Alias geändert. Wenn ich Änderungen mache, werden die erstmal zwischengespeichert. Das heißt, nehmen wir hier einfach mal noch einen Check-Intervall von 20 dazu. Dann ist das noch nicht direkt auf die Platte geschrieben, sondern erstmal zwischengespeichert. Das heißt, wenn ich irgendwie viele Sachen geändert habe, gehe ich irgendwann auf Apply, lasse die Änderungen nochmal anzeigen, sehe hier unten, was ich nochmal geändert habe. Und wenn das dann in Ordnung ist, kann ich das dann tatsächlich auch speichern. Wenn mir das so umständlich ist, kann ich auch direkt hier oben Save and Reload machen. Das wird direkt rausgeschrieben, Nagios neu gestartet. Wenn ich irgendwie nur eine Kleinigkeit ändern will, irgendwie Threshold von 10 auf 20, dann drücke ich einfach hier oben drauf, habe das direkt aktiv. Wenn ich es nicht will, kann ich es natürlich dann auch hier einfach wieder löschen. Ja, genau. Also, genau, bei Isinger und Schinken sind dann teilweise eben auch noch extra Konfigurationsoptionen dabei. Das heißt,
Truck weiß, welches oder was das Backend genau kann. Das heißt, wenn wir hier oben, ich habe jetzt nur eines konfiguriert, bei dem wirklich Objekte konfigurierbar sind. Aber also ich kann schinkenspezifische Attribute kann ich hier auch mitsetzen. Ja, das geht. Nee, also das geht parallel zu meinen lokalen Config-Files. Das heißt, ich bin nicht auf dieses, also ich muss es nicht verwenden. Ich kann es parallel mitverwenden, wenn mein Kollege per VI auf der Kommandozeile was ändert, wird das hier automatisch erneuert. Andersrum ist es. Ja, doch, schon. Also, das ist wirklich nur ein Editor für die Config-Files, die ohnehin da sind. Das wird nicht in einer Datenbank zwischengespeichert, ich muss es nicht exportieren. Es werden direkt die Config-Files geändert, so wie sie sind. Also, das heißt, ich muss mich da nicht auf dieses Tool beschränken, sondern ich kann es einfach als Hilfe zu meinem normalen Alltag verwenden. Genau, er zeigt es ja hier an. Dieser Host ist zum Beispiel in der Host CFG Zeile 10. Und wenn ich hier was ändere, wird das auch wieder in die Host CFG Zeile 10 reingeschrieben. Es werden auch Kommentare bleiben erhalten und es ist nur etwas schöner eingerückt danach. Ja. Ja. Ja, also das geht natürlich in Kombination dann nicht. Prinzipiell ist es möglich, also nachdem bei großen Kunden natürlich will ich die Konfiguration damit nicht pflegen. Das heißt, ich habe oft den Fall, dass ich große Teile meiner Konfiguration automatisch generiere und kleine Teile von Hand pflege. Ich habe die Möglichkeit, Dateien read-only festzulegen. Das heißt, wenn ich hier auf Browse Filesystem gehe, dann sehe ich das. Wir haben hier zum Beispiel einen File, das hat so ein kleines Schloss. Das heißt, das kann ich zwar anschauen mit dieser GUI, aber ich kann es nicht verändern, weil es ohnehin automatisch generiert wird. Das heißt, ich kann das aber trotzdem irgendwo referenzieren und verwenden und reinschauen. Also so würde das schon gehen. Und ich kann das über reguläre Ausdrücke genau einstellen, welche Dateien sollen read-only sein, welche nicht. Ich kann das aber auch über einen kleinen File-Tag in der Datei selbst machen. Genau. Das Ganze geht auch für entfernte Backends. Das heißt, ich kann mehrere Sites nicht nur über Live-Status einbinden, sondern ich kann mehrere Truck-Seiten auch über HTTP verbinden lassen und so dann zum Beispiel auch entfernte Standorte zentral konfigurieren. Ja. Ja, das ist möglich. Also das Menü, die Frage war, ob das Menü customizable ist. Das Ganze kommt aus einem Textfile, das kann ich entweder ändern, ich kann es aber auch über kleine Funktionen nur anpassen. Also üblicherweise will ich ja, wenn ich zum Beispiel mit einer neuen Version auch wieder neue Menüpunkte komme, will ich nicht jedes Mal prüfen, hat sich denn jetzt was geändert, muss ich das wieder für mich anpassen. Da gibt es die Möglichkeit zum Beispiel einfach noch in bestimmte Kategorien einfach noch ein paar Links reinzuhängen oder eben welche rauszuschmeißen, ohne mir das komplette Menü selber schreiben zu müssen. Das ist möglich. So, das wäre es zum Config-Tool. Und zum Schluss habe ich noch Business-Prozesse implementiert, damit ich auch ein bisschen was Neues zeigen kann. Für die Leute, die Truck schon länger einsetzen, gibt es auch noch was Neues. Ich kann mir hier Business-Prozesse modellieren, basierend auf eben Statusdaten aus meinem Nagios. Und ich kann das Ganze auch eben seitenübergreifend über viele verschiedene Instanzen machen. Das heißt, wir sehen hier oben auch ganz normal, welche Sites hierfür verwendet werden. Und wenn ich das Ganze mal editiere, sehen wir hier zum Beispiel, dass wir verschiedene Aggregationsfunktionen haben. Wir können aber auch Live-Daten verwenden. Das heißt, ich wähle hier aus, in dem Fall ist es eine Host- bzw. ein Service-Status von eben diesem HTTP-Check. Ich habe aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel Host-Gruppen zu verwenden und zu sagen, na, von meinen Linux-Hosts müssen mindestens 10% erreichbar sein, dann ist das noch irgendwo okay. Oder ich habe eben andere Aggregationsfunktionen wie zeig mir den besten Status an, zeig mir den schlimmsten Status an oder mehr als 5 und so weiter. Oder es müssen genauer 3 sein. Ich habe auch die Möglichkeit, einfach einen Dummy-Check reinzuhängen und sagen, der ist einfach immer critical, falls ich das irgendwie zu Demo-Zweck mal haben will. Ich kann hier auf die Schnelle auch noch die Beziehungen wieder anpassen und sagen, hier drunter soll nicht nur Storage hängen, sondern die anderen sollen irgendwie auch noch mit drunter hängen. Und das Ganze ist natürlich auch wieder in Nagios integriert. Das heißt, irgendwann, wenn ich
mir meinen Businessprozess modelliert habe, will ich ja auch, dass ich dann irgendwann dafür alarmiert wird. Das heißt, für so einen Businessprozess wird automatisch ein Host und ein Service im Nagios angelegt und ich kann mir für alle Teilprozesse des Businessprozesses mir eben auch noch Services anlegen lassen, kann dann hier noch ein Template auswählen, soll ja kein Config-Tool sein, sondern der Fokus ist auf Business-Prozessen, kann das auswählen und dann würde für diesen Teilschritt eben auch noch ein Service angelegt, für den ich mich zum Beispiel speziell alarmieren lassen kann, wenn ich denn Lust drauf habe. Ja. Also die Frage war, wie das gespeichert wird und ob es möglich ist, das automatisch zu generieren. Ich würde sagen, beides ja. Das wird als JSON-Datenstruktur im Filesystem gespeichert. Wenn ich so eine Datei dort ablege, dann wird sie auch, sofern die Daten korrekt sind, wird sie auch dargestellt. Genau, also wenn wir nachher noch Zeit haben, können wir auch gerne kurz reinschauen. An sich ist es wirklich unkompliziert, weil so viele Daten sind ja nicht da. Ich habe letztendlich nur verschiedene Nodes mit einer Aggregationsfunktion und ich habe Beziehungen zu anderen Nodes. Mehr ist es ja nicht. Ja. So ist es. Also das heißt, wir haben im Dashboard, die Frage war, ob das Ganze auch im Dashboard funktioniert. Das heißt, ich habe hier ein extra Business-Prozess-Panel, kann hier dann eben meine konfigurierten Business-Prozesse anzeigen lassen und ja, also das kann ich mir hier natürlich dann auch zusammenklicken und vielleicht irgendwie noch mit einem Graph dazu irgendwie. Das geht. Ich habe auch die Möglichkeit, hier so einen Fullscreen-Modus zu machen. Das heißt, wenn ich hier das in einem neuen Fenster zum Beispiel öffne, sehe ich auch hier, wenn ich das irgendwie an den großen Bildschirm oder so schmeißen will, kann ich das auch machen. Genau, also die Frage war, ob man basierend auf diesen Modellen SLA-Reports erstellen kann. Ja, das kann man, weil eben diese Business-Prozesse natürlich wieder als Nagios-Service angelegt werden und als Nagios-Host habe ich alle Möglichkeiten, die ich für alle anderen Hosts und Services habe, hier natürlich auch. Also deswegen kann ich mir hier zum Beispiel auch Trends für diesen Business-Prozess genauso anzeigen lassen wie Logfiles, Verfügbarkeitsreports und so weiter. Also die Frage war, ob dein Service dahinter steckt und wie er die Daten bekommt. Ja, sobald ich den ersten Business-Prozess anlege, wird mir automatisch ein Cronjob angelegt, so wie es für die Reports auch ist, der dann minütlich oder ich kann es einstellen, auch im 5-Minuten-Intervall meine Business-Prozesse durchberechnet und mir den Status wieder übermittelt. Also so gesehen muss ich nichts einrichten, es wird einfach automatisch ein Cronjob angelegt, der mir das dann regelmäßig berechnet. Und ja, die Daten basieren auf Live-Status, weil dieselben Backends verwendet werden wie für alle anderen Statusseiten auch. Ja. Also die Frage war, wie damit umgegangen wird, wenn von verschiedenen Backends gleichnamige Hosts kommen. Der Name von dieser Node zum Beispiel ist völlig unabhängig von dem Status. Das heißt, wenn ich hier auswähle, was es sein soll, vergebe ich hier ja nochmal extra einen Namen. Das heißt, ich wähle, die Frage zielt darauf ab, welcher Status hier dann abgefragt wird. Ja. Es ist so, wenn es sich eindeutig sagen lässt, dann wird dieser Status eindeutig verwendet. Auf der Statusseite, wo die einzelnen Services zum Beispiel aufgeführt werden und ich habe den Service wirklich mit demselben Host und demselben Servicenamen auf verschiedenen Backends, dann wird er mir schon auch zweimal angezeigt, weil eben der Status unterschiedlich sein kann. Und auf der Host-Seite ist es genauso, wenn ich Hosts mit demselben Namen habe und ich auf der Host-Übersicht bin, werde er halt dann auch zweimal dargestellt. Ja. Das kann ich machen. Also im Normalfall ist es nicht so, aber ich kann mir hier als zusätzliche Spalte noch anzeigen lassen, wo das Ding herkommt. Und ansonsten, wenn ich diese zusätzliche Spalte nicht permanent angezeigt haben will, kann ich auf jeden
Service draufgehen und sehe dann, wo es herkommt. Oder ich sehe es auch hier oben schon, weil wenn ich diesen einen Service auswähle, wird auch hier oben schon quasi alles andere ausgegraut und ich weiß dann direkt, wo es herkommt. So, eins wollte ich noch zeigen. Es gibt auch noch einen Business Impact Analyse Modus. Das heißt, ich kann mir hier halt auch verschiedene Testfälle mal durchspielen lassen. Das heißt, ich kann hier jetzt sagen, du sollst mal Warning sein und mir dann automatisch anzeigen lassen, wie sich das Ganze denn verhalten würde, wenn dieser Zustand so ist. Ja. Also die Frage war, ob man in dieser Übersicht auch schon direkt Acknowledges setzen kann. Ich sage mal, jein, weil sobald hinter so einer Node ein Host oder Service steckt, habe ich hier oben einen Link, der mich auf die andere Seite bringt, wo ich das dann machen könnte. Ich habe, also sagen wir mal, mit einem Klick habe ich die Möglichkeit nicht, ich habe die Möglichkeit mit zwei Klicks. Ja, also genau, die Frage war, ob das hier auch angezeigt wird. Wenn ich ein Problem acknowledge, dann wird mir hier auch ein kleines Icon angezeigt, selbiges für Downtimes, um zum Beispiel, ja, dann habe ich hier oben einfach ein kleines Icon mit dieser Host und Service wurde acknowledged. So ist es. Also die Frage war, wo der Cronjob läuft. Der Cronjob läuft natürlich immer auf der Maschine, auf der Truck auch läuft. Ja. Richtig. Wenn man das verwendet, dann ist Truck nicht mehr nur noch eine GUI, die drauf schaut, sondern dann ist Truck tatsächlich auch Teil des Monitorings und verändert dann auch Daten. Richtig. Man müsste dann natürlich auch schauen, dass es läuft. Deswegen aber eben zumindest die Entkopplung als Cronjob. Das heißt, selbst wenn mein Apache nicht läuft, würde das trotzdem weiterlaufen. Ja. Die Frage war, ob man das Ganze nicht als Service hätte implementieren sollen, anstatt eines Cronjobs. Der Vorteil ist, wenn man das als einen Cronjob macht, ist, ich kann sehr viel mehr Business-Prozesse auf einmal berechnen, weil er quasi hergeht, er holt sich einmal alle Live-Daten, die er für diesen Business-Prozess braucht, kann das dann komplett durchrechnen und ich bin sehr viel schneller mit meiner Berechnung fertig, als wenn ich das über einzelne Services mache. Aber prinzipiell hast du recht, es geht auch, wenn ich oder beziehungsweise für jeden Business-Prozess wird ja eben auch ein Host und Service angelegt. Das heißt, wenn ich mir das hier anzeige, steckt da trotzdem ein Check-Kommando dahinter. Das heißt, wenn ich mir, auch noch eine Kleinigkeit, wenn entsprechende Rechte vorhanden sind, kann ich mir auf dieser Seite auch das Check-Kommando anzeigen lassen, falls ich irgendwie das manuell mal nachtesten will, wenn ich irgendein Problem habe und ich kann es irgendwie in der Konsole nicht nachstellen, dann wird mir hier unten das Check-Kommando angezeigt und ich kann das in der Konsole dann einfach ausprobieren, ohne mir jetzt mühsam irgendwie Makros ersetzen zu müssen, wie dann das Check-Kommando ist. Also das heißt, hierhinter steckt schon letztendlich auch ein Check-Kommando, mit dem ich auch diesen einzelnen Business-Prozess zum Beispiel berechnen lassen könnte. Also das heißt, wenn ich, ja, also prinzipiell würde es auch gehen. Schneller und einfacher ist vermutlich der andere Weg. Bin ich gerade drauf versehen. Draufgeklickt, man kann auch Reoccurring Downtimes anlegen. Das funktioniert dann ähnlich auch über einen Cronjob. Das heißt, wenn ich mit Time Periods nicht zufrieden bin, kann ich hier definieren, ob irgendwie noch außerhalb von normalen Time Periods irgendwelche Sachen in den Downtime gesetzt werden sollen. So. Das kommt drauf an. Die Frage war, ob Truck oder wie viele zusätzliche Ressourcen Truck braucht. Das hängt in erster Linie davon ab, wie viele Hosts und Services dargestellt werden, weil, also das Ganze ist in Perl und Catalyst implementiert. Das heißt, Perl ist im Allgemeinen eher speicherhungrig, dafür schneller. Das heißt, wenn ich sehr viele Hosts habe, dann werde ich irgendwann etwas Speicher brauchen. Aber also als Hausnummer vielleicht, wir haben hier auf diesem Demosystem, habe ich jetzt 5 Backends drin mit 100.000 Services und das Ganze läuft auf einer VM auf diesem Rechner.
Also das ist, geht schon noch. Und die VM hat irgendwie 2 GB Arbeitsspeicher. Der ist gut verwendet, aber jein, nicht zwingend. Also die Frage war, ob das Ganze linear mit den Ressourcen zusammenhängt, die Nagios verbraucht. Nein, nicht zwingend, weil ich alle Daten eigentlich zum Beispiel gepaged habe. Das heißt, wenn ich tatsächlich 100.000 Services habe, werden mir hier erstmal trotzdem nur die ersten 100 angezeigt, weil ich ohnehin nicht 100.000 Services auf einmal anschauen kann. Wenn hier aber nur 100 Services angezeigt werden, werden natürlich auch nur 100 Services abgefragt von Nagios. Und das heißt, ich habe hier, ob ich jetzt hier 100.000 oder 200.000 Services drin habe, eigentlich denselben Ressourcenverbrauch. Ich habe natürlich auf Nagios-Seite, dort, wo die Daten quasi zusammengestellt werden, da habe ich einen linearen Anstieg der CPU-Zeit, wenn ich meine Services verdoppel. Ja. Ja. The question is, if I thought about adding ACL files for different users and or groups. Yeah, I thought about it, but I I try to stay as close as possible with the plain Nagios. So I use the groups and roles from the CGI CFG wherever that makes sense. So there are not any additional roles, truck users. Die Frage war, wie das mit User und Berechtigungen läuft. Das ist wie bei Nagios auch. Genau. Das kann ich auswendig nicht sagen. Ich würde vermuten, dass im Moment ist es so, dass man Business-Prozesse generell sehen kann. Man kann natürlich trotzdem keine Kommandos oder Befehle für diese Hosts und Services abgeben, aber man würde sie sehen. Würde ich behaupten. Aber ich kann es auswendig nicht sagen. Nein, das geht nicht. So, das wäre es mit meiner Demonstration. Wenn wir noch Zeit haben, würde ich noch ein paar Folien zeigen. Wie lange haben wir Zeit? Perfekt. Ich hatte es vorher schon erwähnt, das heißt, wir haben die Möglichkeit, sehr viele Backends einzubinden. In dem Fall haben wir zum Beispiel 3 Backends angebunden, Nagios ist Single Schinken. Schaut das Ganze so aus, ich habe das Ganze einfach linear nach rechts rüber. Wenn ich irgendwann mehrere Backends anbinden will, kann ich das Ganze noch nach Gruppen, Kategorien und so weiter sortieren, um das Ganze immer noch übersichtlich darzustellen. Wenn man könnte sich vorstellen, so eine Leiste mit 50 Backends oben drin schaut dann eher unübersichtlich aus. Und habe hier natürlich auch die Möglichkeit, das gruppenweise dann zu- und wegzuschalten. Irgendwann hatte ich das, dann kamen die nächsten Leute hin und sagen: Ja, wir haben aber 100 Backends, das ist irgendwie auch schon wieder zu wenig. Und dann Ganze kann ich das noch nach Unterkategorien auch noch zusammenfassen. Das heißt, wenn wirklich jemand mehr als 100 Nagios-Cores mit einer Ansicht haben will, dann geht das auch, ist halt nicht mehr ganz übersichtlich wie mit rein. Das schenken wir das uns, war dann die Cookie-basierte Authentifizierung mit dem Rewrite Map. Das Schöne daran ist, dass es eben auch für andere Third-Party Add-ons funktioniert. Das heißt, ich kann mit diesem formbasierten Login trotzdem auch zum Beispiel PMP von Nagios oder Nagvis authentifizieren, ohne an diesen Tools irgendwie was ändern zu müssen. Und ich kann trotzdem alle Module verwenden, die Apache bietet. Das heißt, es basiert auf Apache. Das heißt, ich muss nicht irgendwie LDAP nachprogrammieren. Ich kann alles verwenden, was Apache so bietet. Und der Vorteil ist, ich kann mich eben auch ausloggen. Das kann ich bei der normalen Nagios GUI auch nicht. Logfile-Cache hatte ich vorher schon erwähnt. Wenn ich viele Remote-Sites habe, denen ich Logfiles übertragen will, kann ich mir meine Reports hiermit etwas beschleunigen. Zum Schluss noch, es gibt noch eine Command-Line-API, das heißt, ich kann das Ganze auch von der Kommandozeile bedienen. Da sind viele Beispiele mit dabei. Ich kann mir von der Kommandozeile Excel-Files exportieren lassen. Es gibt eine Scripting-API, um zum Beispiel automatisiert Config-Files anlegen zu können.
Auf GitHub sind Beispiele davon. Die Installation selber ist relativ einfach. Wer jetzt gedacht hat, das ist dann bestimmt kompliziert. Nee, so kompliziert ist es gar nicht. Wir haben auf Console Labs haben wir eine Repository angelegt. Da liegt ein RPM oder Debian-Files für die meisten Pakete. Das heißt, ich kann mir für CentOS das Ganze mit zwei Befehlen installieren. Sofern ich Live-Status schon laufen habe, bin ich damit dann schon durch. Mit OMD ist es noch einfacher, da ist alles schon mit dabei und ich muss nur noch meine GUI auswählen und da ist halt dann auch schon PNP und so weiter integriert. Tja, das war's.